Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich merke schon, heute Morgen war mein Rasiermesser deutlich schärfer, als Ihre Zwischenrufe scharfsinnig sind. So, das habe ich mir aber auch nicht anders erwartet. Wir erleben im Moment einen dramatischen Anstieg von Asylsuchenden in Berlin, aber auch in Deutschland insgesamt. Und die Zahl liegt bundesweit schon jetzt, also nach den ersten 9 Monaten, etwa auf dem Niveau der beiden Vorjahre im gesamten Jahreszeitraum, also nach 12 Monaten, und jeweils bundesweit etwa 50.000 Personen. Insbesondere seit Juli sind die Zahlen exponentiell gestiegen. In Berlin gab es im Juli noch 573 Vorsprachen von Asylsuchenden, im August waren es bereits 680. Und im September hatte sich die Zahl fast verdoppelt auf 1.195. Wir müssen daher davon ausgehen, dass in diesem Jahr eine Steigerung der Zuzugszahlen um bis zu 50% zu erwarten ist. Der Handlungsbedarf ist also groß und daher ist die für die Unterbringung der Menschen zuständige Senatsverwaltung seit Monaten emsig und auch bereits erfolgreich dabei, Unterkünfte für diese Personen zu finden. Diese Aufgabe ist auch bei Senator Mario Chaya und seinem Staatssekretär Michael Büge in guten und verantwortungsbewussten Händen, meine Damen und Herren. Bereits heute gibt es in Berlin Unterkünfte für 12.000 Menschen. Davon leben rund 7.000 Personen in selbstgenutztem Wohnraum. Die anderen sind in den beiden Erstaufnahmeeinrichtungen, vertragsgebundenen und vertragsfreien Einrichtungen wie kleineren Hotels oder Jugendherbergen untergebracht. Kurzfristig wurde vom Landesamt für Gesundheit und Soziales wurden 4 Notunterkünfte mit ca. 450 Plätzen eingerichtet. Ein weiterer Bedarf von 700 Plätzen für die Erstaufnahme wird bis zum Jahresende prognostiziert. Um geeignete Objekte ausfindig zu machen, ich glaube, das ist auch deutlich geworden, sind alle gefragt, von den Bezirken über die BIM, von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege über die Kirchen bis zu den derzeitigen Betreibern der Gemeinschaftsunterkünfte. Eine menschenwürdige Unterbringung ist eine selbstverständliche Verpflichtung für unsere Stadt. Zu dieser steht die Koalition ohne Wenn und Aber, meine Damen und Herren. Selbstverständlich sind bei einer zwangsläufig heterogenen Unterkunftslandschaft geringe Ausstattungsunterschiede nicht völlig zu vermeiden. Auch gibt es beim derzeitigen Andrang gewisse Spitzen. Jedoch von menschenunwürdigen Zuständen zu sprechen, ist hingegen völlig absurd. Die steigenden Zahlen bei den Asylbewerbern zeigen ja hingegen, dass offenbar Deutschland als Zielland immer attraktiver zu werden scheint. Man muss sich somit viel eher die Frage stellen, worin denn diese steigenden Zugangszahlen begründet liegen. Ich glaube, dabei kann es nicht schaden, eingangs nochmal die Grundlagen des Asylrechts in Erinnerung zu bringen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gewährt politisch verfolgten Ausländern das Recht auf Asyl auf deutschem Boden. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben damit die Lehre aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur gezogen, in welcher viele Deutsche von Deutschen ermordet werden konnten, auch weil sie in keinem anderen Land Zuflucht aus ihrer Verfolgungssituation fanden. Ich bin und bleibe deshalb stolz darauf, dass mein Land ein solches Recht gewährt, meine Damen und Herren. Der Genuss dieses Rechtes ist aber auch an Voraussetzungen gebunden. So muss bei erfolgreich anerkannten Asylbewerbern eine tatsächliche Bedrohungssituation für das Leben oder die Freiheit aus rassischen, religiösen oder Staatsangehörigkeitsgründen oder wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, einschließlich des Geschlechts oder wegen seiner politischen Überzeugung vorliegen. Die für sehr viele Menschen im Ausland vergleichsweise attraktiveren Lebensbedingungen in Deutschland in Bezug auf Wohlstand und die Entfaltung der Persönlichkeit haben jedoch zu einem massiven Missbrauch des Asylrechts geführt. So lag die Gesamtschutzquote, also die Quote derjenigen, die tatsächlich der Gefahr einer Verfolgung unterliegen, in den vergangenen beiden Jahren jeweils nur bei gut 20%, die der Anerkannten nach dem Artikel 16a des Grundgesetzes gar nur bei einem Bruchteil davon. Das heißt, dass nach wie vor der ganz überwiegende Teil derjenigen, die sich auf das Asylrecht berufen und nun vermutlich sogar mit stark steigender Tendenz, darauf keinen Anspruch haben, meine Damen und Herren. Denn insbesondere bei den aktuell ganz besonders stark zureisenden Gruppen aus Serbien und Mazedonien liegt die Anerkennungsquote bei nahezu null. Mit anderen Worten, praktisch niemand, der sich von diesen auf das Asylrecht beruft, hat eine Berechtigung. Wenn man sich Fernsehbeiträge ansieht, die dieses Thema behandeln, dann wird klar, dass das Motiv für eine Zuwanderung nach Deutschland
auch gar nicht in den Voraussetzungen des Grundgesetzes zu suchen ist, sondern allein und auch völlig unverhohlen in wirtschaftlichen Aspekten. In der Folge steht somit zwangsläufig wieder die Abschiebung in die Herkunftsstaaten. Dazwischen steht jedoch ein mitunter langes Verfahren, das falsche Hoffnung für den Antragsteller, viel Arbeit für die Behörden und hohe Kosten für die Gesellschaft insgesamt mit sich bringt. Diejenigen im Übrigen, die tatsächlich berechtigt um Asyl in diesem Land nachsuchen, haben jedenfalls das Nachsehen, da ihre Anerkennungsverfahren entsprechend länger dauern. Natürlich ist mir klar, dass einige dieses Thema auch nicht vor dem Hintergrund der Intention des Grundgesetzes diskutieren, sondern dass bei diesen das Endziel ist, Einreisebeschränkungen vollständig aufzuheben und somit auch eine Einwanderung aus wirtschaftlichen Gründen zuzulassen. Dass aber Wohlstandsunterschiede in Europa und weltweit bereits heute das Hauptmotiv für die Stellung von unberechtigten Asylanträgen sind, zeigt auch die deutliche Steigerung der Zahlen seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das ja schon erwähnt wurde, vom Juli 2012. Im Urteil wird übrigens nicht gesagt, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz identisch mit denen nach dem Arbeitslosengeld II sein müssen. Von daher bin ich gegenüber dem Oppositionsantrag eher skeptisch und empfehle daher eine sorgfältige Beratung in den Fachausschüssen. Meine Damen und Herren, die CDU fühlt sich nicht nur denjenigen verpflichtet, die tatsächlich im Ausland auf Leib und Leben verfolgt werden, sondern die CDU fühlt sich auch denen verpflichtet, die im Inland unseren Wohlstand erarbeiten, meine Damen und Herren. Daher muss klar gesagt werden, das Asylrecht ist kein Instrument der Einwanderungspolitik. Das Asylrecht ist auch kein Instrument der Entwicklungspolitik. Es muss daher das Ziel einer den bestehenden Gesetzen und dem Wohl der Bundesrepublik Deutschland, aber auch unserer Stadt verpflichteten Politik sein, den Zuzug nach Deutschland auf das gesetzlich berechtigte Maß zu beschränken. Ich pflichte daher Bundesinnenminister Friedrich bei, dass es notwendig ist, die Visumsfreiheit für Serbien und Mazedonien auszusetzen. Auch ist natürlich Serbien selbst gefordert, eigene Maßnahmen zu treffen. Und darüber hinaus muss es unser Ziel sein, das Schlepperunwesen zu unterbinden. Die Menschen müssen aufgeklärt werden, dass die Versprechungen dieser Schlepper in Deutschland nicht aufgehen. Das ist ein schwieriges Thema, darüber sollten wir beraten und da erwarte ich auch von Ihnen konstruktive Vorschläge. Was nun Berlin tun kann, um einer weiteren Zuspitzung der Situation vorzubeugen, ist Folgendes. Erstens, nicht nachlassen im Bemühen um ausreichende und adäquate Unterbringungsmöglichkeiten. Zweitens, die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Asylverfahren möglichst schnell und rechtssicher zum Abschluss geführt werden können. Drittens, nach Abschluss der Verfahren eine schnelle Erfüllung der Ausreiseverpflichtung durchsetzen. Meine Damen und Herren, es bleibt die Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland, sich im Rahmen ihrer internationalen Verbünde und Abkommen für eine weltweit gerechtere Verteilung des Wohlstandes einzusetzen. Ich glaube, mit unseren bisherigen Ansätzen und unserer erbrachten Solidarität brauchen wir uns als Deutsche dabei auch nicht zu verstecken. Eine einzelne Kommune, und sei sie auch die Hauptstadt Deutschlands, ist mit dieser Aufgabe zwangsläufig überfordert. Was Berlin tun kann und tun muss, habe ich gesagt, und ich habe großes Vertrauen, dass dieser Senat das auch umsetzen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.